Die alte Häuser. Wissen Sie, ich mag Kaufhäuser um die Mittagszeit. Die sind halb leer, leise, nichtssagend, fast angenehm. Niemand tritt an mich heran und niemand stellt mir die Frage, ob ich jemals meine Zustimmung dazu gegeben habe, dass ich hier mehr geht. Ach, nee. Du kriegst die Motten. Himmelsbach? Ja! Erhard Himmelsbach. Der Mann, der als Grandseigneur und Fotograf in Paris arbeiten wollte. Und sich bei dir 500 deutsche Mark ausgeliehen hat. Ja. Ich weiß. Du, ich habe damals in Paris jeden Tag fotografiert. Ja, klar. Aber auch jeden Tag in Paris immer größere Probleme bekommen. Ja. Denn du kriegst einfach keine Bilder an Zeitungen oder Zeitschriften verkauft. Es gibt einfach zu viele Fotografen in Paris. Unfassbar. Ja, unfassbar. Weiß Gott, aber ich meine jetzt... Ja, jetzt parfümiere ich mich täglich kostenlos in Kaufhäusern. Bitte? Die haben eine riesen Auswahl. Hier, riech doch mal. Hier. Das ist gut. Riech doch mal. Hör mal, ich... Himmelsbach, das ist ein unglaublicher Quacksalber. Meine Kohle bekomme ich dann, wenn überhaupt, wahrscheinlich in kleinen Flakons irgendwo mal wieder.